Die gute Nachricht, Sie sind krankenversichert. Wir sind ja nicht in den USA. Die schlechte Nachricht, früher war alles besser. Früher haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich die Beiträge geteilt. 50-50. Mittlerweile Pustekuchen. Seit 2015 zahlt der Arbeitgeber einen Fixanteil von 7,3%. Und der Arbeitnehmer, also ich oder Sie, wir zahlen den Rest und das ist oft sehr viel mehr als die Hälfte. Weiß bloß gar nicht jeder. Wer zahlt das denn? Ja, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, jeder zu gleichen Teilen. Der Grundbeitrag ist, glaube ich, pari pari, aber wir zahlen noch den Zusatz alleine. Ja, es ist unfair, zumal ich dachte, es wäre die Hälfte. Wie wär's denn fair und gerecht? 50-50. Nächstes Thema und noch schlimmer, alt werden. Alleine optisch. Nee, keine Freude. Und dann auch noch arm. Altersarmut kann passieren, sich allein auf die gesetzliche Rente zu verlassen. Das reicht nicht. Also vorsorgen. Private Zusatzrente, Riester, Rürup, Lebensversicherung. Was haben Sie denn? Sorgst du dich schon ums Alter? Also sorgst du irgendwie vor? Weniger als ich eigentlich sollte. Nein. Warum nicht? Weil ich den Eindruck habe, dass die Gebühren zu hoch sind und dass sich das im Moment nicht lohnt. Ich finde, die beste Altersvorsorge ist, dass man selber Kinder hat. Habe ich noch meine Eltern? Habe ich noch Mama? Ich muss sagen, ich finde es, glaube ich, in der heutigen Zeit besser, wenn man das Geld selber anlegt und selber die Initiative ergreift und das Geld wirklich selber zur Seite legt, als dass man irgendwie in Fonds investiert. Und? Sind Sie drin? Nee. Nichts. Nicht. Noch so ein Aufregerthema und die totale Verbrauchernetzungerechtigkeit. Rund 47% aller Haushalte in Deutschland haben entweder gar keinen Internetanschluss oder einen, der schneckenlangsam ist. Das heißt, man kann nicht mailen, nicht surfen, man verliert Aufträge, man ist nicht drin, sondern man ist raus. Da muss sich mal einer drum kümmern.